Einmal die Umbruchsläufe der 60, 80 und 140 PS-Klasse vorbereiten. Nach den Junioren haben wir noch einmal Junioren-Buggy-Rennen und dann geht es weiter mit den Hoffnungsläufen. Wir werden auf jeden Fall noch gefahren vor der Mittagspause. 60, 80 und 140 PS. Macht euch dafür bitte startbereit. Ja, es geht weiter zur Sache. Hier im Kessel von Grimmel, der Nachwuchs tobt. Lukas Kröger von dem Pomeraner Eisenschwein, Karim vom TT Racing Team, Selina Wodrig von den Zedewitzer Blitzern, Niklas vom TT Racing Team, Stocker Team Engelsbach mit der 941, Running Potatoes mit der 927, die Gremlins, Tommy Schwanke mit der 782 und die Running Bulls von Rosa Lilliweke auch noch mit dabei in diesem Lauf hier, dem Nachwuchslauf der Junioren-Trabant-Fahrer. Rilly mit seinem Gefährt von den Running Bulls mit der Startnummer 341. Kommt die Engelswart auch noch mit dabei. Wer holt sich den nächsten Sieg bei den Junioren-Nachwuchsfahrern? Das ist die große Frage. Team Engelsbach ist gut unterwegs hier mit ihrem Fahrer, mit der Startnummer 341, Startnummer 16, weit abgeschlagen, der Niklas vom TT Racing Green. Letzte Runde für die 10. Winzer Blitzer, für Selina Wodrich mit der Startnummer 959, auf Platz 1 unterwegs, die 790, auf der 2 vom Aran Eisenschweine und die 779 vom TT Racing Team, genauso wie die Running Potatoes jetzt in die letzte Runde reingehen. Und auch das Team Engelsbach. Aber die Zirte, Winzer, Blitzer haben die Nase vorn. Die Zirte, Winzer, Blitzer auf Platz 1 unterwegs. Sie gewinnen das Rennen souverän. Der zweite Platz geht hier an TT Racing. Auf 3 die Pomeraner Eisenschweine mit Lukas Kröger. Der vierte Platz für die Running Potatoes. Auf 5 das Team Engelsbach abgewunken. In diesem zweiten Lauf der Junioren-Trabant-Klasse. Drittes Rennen, die Teufel, Patrick Holz mit der 180, die Pippen Blitzer am Tage mit Anton Stein mit der 851. Dann haben wir die Duke Boys mit der Startnummer 948, Max ist dabei für die Kampfkeiler, die 724. HDS Tolle mit der Startnummer 7, Lisa für die Dünnenflitzer, Singste, Nick vom PS Stahl mit der 688 und Philipp Hodrich von den Zedewitzer Blitzern.